Moinsen Leute, herzlich willkommen zu Let's Plays the Life im Kunstmuseum, wo wir uns bilden. Ich verstehe nur nicht, warum Ackerman denn unseren Großvater noch im Leben hat lassen. Mia, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, sicher. Sind Sie das hier auf dem Foto? Ja, das bin ich. Dann bist du unser nächstes Opfer. Wo und wann wurde es gemacht? Ich wusste gar nicht, dass mich da jemand fotografiert hat. Das war auf einer Rave-Party in einem leerstehenden Lagerhaus. Ist ein paar Wochen her. Mit wem waren Sie dort? Ich war mit... Ja, es tut mir leid, Mia. Aber ich muss wissen, ob Sie mit Stefanie dort waren. Wahrscheinlich, ja. Ja. Woher kannten Sie Stefanie? Von der Arbeit. Sie, Cynthia und Stefanie arbeiteten also in dem Club? Ja. Ja. Wie heißt die vierte? Ihren richtigen Namen kenne ich nicht. Sie nannte sich Königin der Geheimnisse. Der Vorschrift nach durften weder die Kunden noch die Kollegen den richtigen Namen kennen. Steph, Cynthia und ich hielten uns aber nicht dran. Wir gingen oft zusammen auf Partys. Aber sie blieb stets abseits. Sie nannten sich die Verführerin? Ja. Stefanie war die Blutbaronin und Cynthia die Herrin der Schmerzen. Ah ja. Was genau lief im Club ab? Naja. Die Königin der Geheimnisse empfing die Kunden in der Halle der vier Statuen und ließ sie die Kleidung wechseln. Die Kleidung wechseln? Ja, sie zogen Umhänge im viktorianischen Stil und Zylinderhüte an und setzten Masken auf. Masken? Ja, eine der Regeln lautete, dass ihre Identität geheim bleiben müsse. Waren sicher wohlhabende und einflussreiche Leute, die man leicht hätte erpressen können. Und diese Rollenspielchen fanden sie wohl aufregend. Aber vor allem waren sie beruhigt, dass wir nichts über sie wussten. Dafür haben sie ja auch ordentlich geblecht. Danke, Mia. Ich möchte, dass Sie erstmal bei Richard bleiben, falls ich noch mehr Fragen habe. Sie haben doch nichts dagegen? Kein Problem. Eieieiei. Müssen wir Mia beschützen und die nächste finden? Fuck. Das wird natürlich nicht so einfach. Fucking Mark Ackerman. Die müssen wir eigentlich finden und die müssen wir ans Leder. Das Problem ist, du weißt natürlich jetzt nicht, ob er auch Gehilfen hat und ob das halt wie in seinem komischen Büchlein beschrieben ist mit seinem Gewirr von Menschen. Hast du noch was Wichtiges zu sagen? Hast du sonst noch was zu Mark Ackerman? Alles, was ich habe, ist ein Buch, das von der Kunstakademie herausgegeben wurde. Ja, damit. Kann ich ein Exemplar haben? Na klar, Vicky. Liegt auf dem Stände im Zentrum der Ausstellung. Woher das plötzliche Interesse? Oh, der Typ Mörder ist. Was hat das in meinem Fall zu tun? Das ist ein dreckiger Mörder. Inwiefern? Mörder. Der Mörder hat an zwei Tatorten Nachrichten an den Wänden hinterlassen. Gestörte Zuflucht und die Vergebung der Sünderin. Aber damit konnte ich bisher nichts anfangen. Willst du damit sagen, der Mörder kennt Ackermanns Bilder? Ja. Disturbed Sanctuary, okay. Das würde mich aber wundern. Ackerman ist kaum bekannt. Er wurde noch nie vorher ausgestellt. Ja, weil er vielleicht aber der Mörder ist, du Spast. Deswegen musst du mir genau auflisten, von wem du die Bilder gekauft hast und wer alles von der Kunstakademie an dem Projekt beteiligt ist. Tust du mir den Gefallen? Klar, aber das wird ein Weilchen dauern. Ja, der Kid. Bis später. Tja, dann nehme ich mal deine Liste in Angriff. Mach es. Wichtig. Priorität numero uno. Nicht dos, nicht tres. Uno. Ichi. Wo komme ich hier wieder raus? Ich möchte hier raus. Hallo? Oh. So, hier soll irgendwo so ein Büchlein sein. Büchlein in der Mitte. Zentrum der Ausstellung. Das muss irgendwie da vorne sein. Habe ich ein Buch übersehen? Ja, werde ich das erste Mal, ne? Und Ziffern spielen muss dann. Dann sieht sie Dinge. Dinge, die jeder andere sieht, sieht sie nicht. Da rein. Oder komm mal da rein. Ah? Oder nee, dann gehst du zurück. Ich hab Schluck auf. Oh, nee. Hä, wo soll ein besagtes Buch sein? Da lang. Doch, da lang kann ich liegen. Aha. Aha. Kann ich nicht benutzen. Richard hat die Schlüssel mitgenommen. Fuck.
Wo ist denn das ominöse Buch? Muss ja auch irgendwo sein. Im Zentrum. Ja. Oder hat er... Ey, kann man aber richtiges Pech, der Junge. Alter, wo zum Fick soll hier... Zentrum der Ausstellung. Wo? Du hast nicht hier irgendwie so ein Ständer, wo so ein... Richie, wo? Wo zum Fick ist dieses komische Buch? Das kann doch jetzt nicht dein scheiß Ernst sein. Wahrscheinlich ist es aber sein Ernst. Ich stehe dann da und denke mir nur so... Im Zentrum der Ausstellung. Das ist alles hier uninteressant. Speicher schon mal. Speichern. Ja. Was war das hier? Kapitel 7 sind wir schon, ne? Wie dass Ackermann ihn gemalt hat. Ich kann nur hoffen, dass, falls er es wusste, er das Bild nie zu Gesicht bekam. Ackermann, dieses kranke Hirn. Schwein, hätte ich gesagt. Kein Wunder, dass seine Bilder so lebendig sind. Ich kann es nicht verstehen, wenn Richard von Ackermann als missverstandenen tragischen Helden spricht. In diesem Fall muss der Mörder Ackermann kennen und bewundert dieses verdammte Schwein wahrscheinlich auch noch. Wenn er nicht sogar noch selber mit steckt. Ich meine, obwohl auf der anderen Seite... Der müsste ja auch schon tot sein. Ackermann war ja auch in dem Alter von dem Opa. Das ist ein Nachahmungstäter, der sich dann einfach Mark Ackermann auch nennt, ne? Verdammt, den kriege ich für dich, Opa. Das verspreche ich dir. Richards Führung war interessant. Aber ich brauche Informationen und zwar schnell. Wenn der Täter Ackermann über die Gemälde kopiert, muss ich auf jeden Fall tiefer graben. Vielleicht finde ich die Antwort im Büro. Im Computer. In unserem? Wahrscheinlich, ne? Ray, warte, dann gehe ich erstmal in unser Büro. Im Zentrum der Ausstellung finde ich nicht. Büro. Büro. Tja. Rein da. Rinder, hätte ich gesagt. Putzi, putzi, was geht? Ach, hast du mir erschreckt, Claire. Claire-Anlage. Müssten wir nicht unseren Verdacht Claire? Äußern? Was machst du denn hier? Irre ich mich oder ertappe ich dich gerade auf frischer Tat? Ja. Ich hatte keine leeren Berichtsblätter mehr. Deswegen kam ich hoch und wen finde ich da? Mich! Claire, welches Berechtigungsniveau hast du? Niveau 2, aber erzähl mir bloß nicht, du versuchst unter meinem Namen Dateien ausfindig zu machen. Klar. Also, ja. Gefunden habe ich sie schon, aber man braucht Berechtigungsniveau 4. Ich muss sie aber unbedingt lesen. Hast du etwa eine Spur? Ja. Könnte gut sein, aber noch verrate ich nichts. Ja, ja. Hab mir nämlich sagen lassen, man sollte nichts voreilig behaupten, bevor man nicht alle Fakten in der Hand hat. Ach wirklich? Welcher Idiot hat dir denn das beigebracht? Du? Während der Ausbildung? Schon vergessen? Super süß. Stimmt. Ich erinnere mich. Egal wie. Die Dateien muss ich lesen. Berechtigungsniveau 4, sagst du? Da wüsste ich nur einen, Todd. Also, du hast nie mit mir darüber gesprochen und ich habe nie gesagt, du könntest es von seinem Computer ausprobieren, statt mich in Schwierigkeiten zu bringen. Ich danke. Victoria? Oh, so nennst du mich nur, wenn's ernst wird. Ich weiß, dass du immer alles hundertprozentig machen willst. Aber lohnt es sich dafür, deinen Job aufs Spiel zu setzen? Es geht um Menschenleben, ja. Also ja. Weil ich mich für Stefanis Tod verantwortlich fühle. Wieso das denn? Als ich den Mörder bis aufs Dach verfolgt habe, hätte ich ihn abknallen können. Hättest du auch. Und warum hast du es nicht? Hattest du Skrupel? Das kann jedem mal passieren, ehrlich. Du hörst dich an, als wolltest du einen Typ trösten, der keinen hochkriegt. Victoria, ich mein's ernst. Naja, ich hing an der Dachrinne. Victoria... Wie hättest du denn bitte schießen sollen? Alles funktioniert. Wenn du mit gebrochenem Genick auf dem Bürgersteig gelandet wärst. Ach, wegen der Rückkopplung, hätte das den Fall auch nicht vorangebracht. Stoß wurde er. Guten Rat. Und darüber haben wir nie gesprochen. Allerdings nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Herzchen. Und sobald du alle Fakten beisammen hast, denkst du an mich. Abgemacht? Nein. Versteht sich von selbst. Was tät ich nur ohne dich? Jetzt muss ich ins Büro kommen, ne?
Klopfen geht wahrscheinlich nicht, oder? Das Büro vom Boss. Natürlich abgeschlossen. Kollege, hast du bestimmt einen Schlüssel. Muss da bestimmt da drin putzen, oder? Oh, kann ich mir was nehmen? Hey, dürfte ich mal diese Schlüssel leihen? Nur über meine Leiche, Senor. Kein Problem, ich habe eine Knarre. Wahrscheinlich kann ich mir die auch nicht grabben, ne? Also jetzt mal hier weg. Da kann ich nichts machen. Haben wir irgendwo einen Alarmknopf? Ist hier noch irgendwie was? Automaten, kann ich ihn demolieren? Kann ich Kaffeemaschine sabotieren? Das klappt nicht. Nein. Ich habe eine Serviette, aber was bringt mir die jetzt? Das klappt nicht. Das klappt nicht. Das bringt doch nicht. Ha. Kann ich die hier benutzen? Lol. Das brauche ich nicht. Doch. Nice. Das habe ich alles zugesaut. Jetzt kann ich ihm Bescheid sagen. Von wegen, Junge, das Kaffeeding ist kaputt. Muss man mal sauber machen. Meine Schuhe von Gucci sind im Arsch. Die zahlst du. Was geht? Kaffee. Tut mir leid, aber ich habe eine Riesensauerei an der Kaffeemaschine veranstaltet. Madre de Dios! Die Maschine machte mich noch wahnsinnig. Mich auch. Und er lässt die Schlüssel eiskalt liegen, obwohl ich vorher gefragt habe, ob ich die Schlüssel haben kann. Und ich dann eine Maschine kaputt mache. Das ist überhaupt nicht suspicious. Nice. Warum haben die alle so ein geiles Muster, so ein Camouflage-Gedöns? Ich brauche die Schlüssel. Ah. Latsch dahin. Das Büro vom Boss. Natürlich abgeschlossen. Nicht mehr lange. Geil. Ich will alles durchsuchen. Seinen dreckigen PC hat da bestimmt ein Passwort drin oder nicht? Lass mir das Foto bestimmt angucken, das ist irgendein Code oder was. Hallo. Was hab ich hier? Alter, offen. Dein Ernst? Oh, Junge. Mist, man braucht ein Passwort. Ach, sag bloß. Dann muss ich wohl nach unten zu den Archiven gehen. Ernsthaft? Das brauche ich nicht. Nee. Schon schlampig, dass er den so anlässt. Aber sie sagte, er braucht ein Passwort. Also für mich sah das nicht nach Passwort geschützt aus. Verschlossen. Hm. Ein Fingerabdruckscanner. Ich brauche einen Abdruck von Todd. Ja, da weiß ich ja, wie wir das machen. Aber wahrscheinlich kann ich das jetzt noch nicht machen. Also ich brauche ja nur die Tasse, Klebeband, das Magnesiumpulver, whatever das ist, das Pulverchen halt. Viel Spaß beim Putzen. Wo habe ich denn das Archiv? Das Archiv ist wahrscheinlich da, wo das Videoshit gedünst ist, oder? Ich bin nicht so vertraut mit dem Gebäude. B2. Oder bei den Leichen. Das Videoarchiv, geht das? Ach, guck mal, da kann ich auch lang gehen. Dann gehen wir mal raus. Jetzt kann ich hier lang. Oh, Toiletten. Hätte ich wahrscheinlich vorher schon hingekonnt. Um herauszufinden, wer der Schütze hinter dem Grashügel war, rufen Sie einfach 555 1963 an. Wie geschmacklos. Toilette? Ich gehe nicht auf öffentliche gemischte Toiletten. Das ist mir zu ekelig. Ja. Frauen sind die größten Dreckschweine. Als Mann würde ich auch nie eine Unisex-Toilette benutzen wollen. Bin ich ganz ehrlich. Kläranlage, wo ist das fucking Archiv? Hilf mir. Abgeschlossen. Hm. Claire ist wohl noch am Tatort. Nein, ist sie nicht. Aber wo ist das scheiß Archiv? Ist doch beim Videoding. Oh, das ist der Videoraum. Wo ist das Archiv? Haben wir ein Archiv? Hieß doch unten ins Archiv. Alter, hier super mit Lombard-Tech, Alter. Ich krieg schon wieder Krise hier. Hm.
Aha. Ich brauche den Schlüssel, um den Archivbereich zu öffnen. Hab ich nicht. Ich dachte, ich habe den Schlüssel geklaut. Shit, wo ist denn dann der Schlüssel? Ha. Muss ich dann da doch schon mit der Tasse machen? Kann ich die Tasse jetzt mitnehmen? Einseifen? Ja, jetzt darf ich sie mitnehmen. Ja, geil, Alter. Hätte ich eher draufklicken müssen, dumme Nuss. Ich bin die dumme Nuss. Die dumme Foot. Und pudern wir das Ding ein mit diesem geilen vibrierenden Pinsel und diesen übelst vibrierenden Kleber. Und irgendwie vibriert hier alles. Eine sehr sexuell aufreißende Stimmung ist hier. Junge! Ein bisschen mehr? Ich kann nicht nur den Pinsel verwenden. Doch, kannst du. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Das kann ich hier nicht verwenden. Das kann ich hier nicht verwenden. Das kann ich hier nicht verwenden. Ja, vielleicht ein bisschen langsamer drehen? Der Schöne da. Schöne Abdrücke. Ja, wollte ich gerade sagen, mitnehmen. Wie komme ich hier weg? Einen Safe, den holen wir uns noch. Safe. Den Safe knacken. Alles nur für so eine dämliche Akte. Ich muss ein bisschen aber was rausschneiden hier. Da. Ist schon aktiviert. Ja dann. Geil. Was ist noch da drin? Dinge, die mich nichts angehen. Ja, okay, das ist klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche Spaß, bye.